Willkommen zur neuen Folge Probably Nothing, den IOTA News der letzten Tage. Ich bin Alexander und es ist verdammt still gewesen. Fangen wir mit Deeper Finance an. Diese tweeten am 25.10., dass sie langfristige Werte stehen und damit weder ein Presale, ein ICO oder NFT verkaufen werden, um so Geld einzuspielen. Damit reiht es sich in die sogenannten Fair Launch ein, wo alle die gleichen Voraussetzungen haben. Wenn es aber losgeht, können alle die Token kaufen, diesen als Airdrop bekommen und als Belohnungen für Aktivität erhalten. Wir werden auch alle Möglichkeit haben, Deeper vor dem Launch als Testversion probieren zu können. EU Blockchain Forum hat ein Dokument erstellt mit der Analyse von 4000 Blockchain Businesses. Auch IOTA wurde als ein bemerkenswertes Blockchain Unternehmen erwähnt. IOTA Origin ist jetzt im Touchpoint Programm drin. Wir erinnern uns, IOTA Origin ist das Projekt mit den tokenisierten Rohstoffen. Herzlichen Glückwunsch. Wir hoffen alle, dass DeFi jetzt diverser dadurch wird. Die dritte Runde von IOTA Staking ist vorbei. 1 Milliarde Assembly wurde diesmal ausgestüttet. 61% der IOTA Token wurden dafür gestaked. Die vierte Runde steht schon vor der Tür. Vergesst nicht, vor der neuen Runde wird es ein Firefly Update geben. Landex startet am 3.11. seinen Public Sale. Dafür haben sie einen Medium Post veröffentlicht. Wer daran teilnehmen will, muss noch einen KYC ausfüllen. Der Verkauf dauert 5 Tage. 17% der LEX Max Supply sind für die Landex Fundraising Phase bestimmt. Bislang befinden sich 8% der Token in den Händen der Community, davon 5% Airdrop und 3% Seed Sale. Und kein Token wurde an ein Venture Capital verkauft. Wer Informationen zum Verkauf braucht, sollte sich den Medium Post angucken. Ist es wieder ein Vogel? Oder ein Flugzeug? Nein. Es ist die Auflösung des Gewinnspiels der letzten Folge. Die Gewinner wurden mit pickawinner.co ermittelt. Ein Code geht an die deutsche Community und ein Gewinn an die englische Ausgabe. LH Muck und Dazroy. Herzlichen Glückwunsch, ihr bekommt den Code. Meldet euch per Mail oder per Twitter. Danke nochmal an die Morons, die das Gewinnspiel ermöglicht haben. Die anderen Projekte können gerne auch was springen lassen. Was sagt ihr? Auch Sunaverse gibt die Plattform für alle, die ein KYC machen, frei. Momentan gibt es 7 Token zur Auswahl. Sunaverse hat die letzten Tage ein paar Umfragen gestartet. Nun präsentieren sie die Ergebnisse. 6 Fragen wurden erstellt. Zum Beispiel das Rebranding, die Anzahl an Validatoren für ein Projekt, damit es wirklich dezentral ist, erweiterbare Smart Contracts oder das Benutzen von Drittanbietern einer Cloud. Wer die Antworten lesen will und auch die Gedanken des Teams dahinter, sollte diesen Artikel sich zu Gemüte führen. VaultID veröffentlicht ein Tutorial, wie man sich mit IOTA einloggen kann. Das Endresultat möchte ich sehr gerne zeigen. Das Video hat auch viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. Perfect, and now we can press the sign-in button. Sign in with Keycloak, we will be redirected to Keycloak. Then we can press NFT, that will be then forwarded to the IDP kit. It will redirect us to a Connect Wallet page where we can now share our address, which will be validated by the IDP kit and checked against that we are a holder of an NFT of the collection we specified earlier. Then we get redirected to Keycloak, which now wants some more information, which we can just pass in and submit that. Perfect. And now we are logged in. Denn Sadao.iota hat ein interessantes Bild auf Twitter veröffentlicht, welches die Aktivität auf Shimmer zeigt. Das Bild zeigt den ganzen Monat Oktober und beinahe eine Verdopplung an aktiven Shimmer-Adressen. Ich hoffe, dass er sowas jetzt öfter postet. Wer auf Minted Vodka schon mal mit dem Shimmer-Testnet spielen will, kann das nun tun. Auf minted.vodka/shimmer kann man sich jetzt wie gewohnt auf MetaMask registrieren, ein paar Test-Token sich schicken lassen und spielen, bis man keine Lust mehr hat. Für meine Verhältnisse zu unübersichtlich, aber vielleicht muss man sich einfach mehr und länger damit beschäftigen. Es gibt wieder eine große Abstimmung im Shimmer-Netzwerk. Die Abstimmung kommt direkt von Dom China. Es gibt 205 Abstimmungen, bei der 82% für Ja stimmen. Kurz gesagt, soll der erfolgreiche Shimmer-Ökosystemfonds aus August dafür verwendet werden, Investitionen zu beschleunigen. Dabei gibt es 2 Vorschläge. Ich zitiere: Die Wahl von 3 Community-Mitgliedern, die den Shimmer Growth Committee der Tangle Ecosystem Association beitreten und die Befugnis erhalten sollen, den Ökosystemfonds schnell, effektiv und transparent zu verteilen. Ihr Mandant wird für ein Jahr gelten und jährlich erneuert werden. Nutzung der etablierten rechtlichen Strukturen der Tangle Ecosystem Association als verantwortliche Instanz für die Zuteilung von 50%, rund 90 Millionen Shimmer, der Shimmer-Tokens aus der Gemeinschaftskasse.
Über die rechtlichen Strukturen der TEA wird das Shimmer Grow Komitee das Ökosystem neben dem Community Treasury Komitee finanzieren, das derzeit von der Gemeinschaft eingerichtet wird. Das wird nicht vielen schmecken und wirft bei dem einen oder anderen Fragen auf, warum das Ganze? Die DAO, die gerade gebaut wird, dauert viel zu lange. Sie ist gut und sie wird auch kommen. Es gibt vielleicht Situationen, wo das Geld jetzt gebraucht wird und dafür die Entwicklung der DAO im Weg. Wenn potenzielle Investoren Jahre brauchen, um etwas Fertiges zu sehen, nur weil wir nicht vom Fleck kommen. Deswegen gab es am Dienstag, dem 1.11. auch einen Governance Call mit Dom, der das Ganze etwas erklärt und Fragen beantwortet. Das Ganze könnt ihr auf YouTube sehen. Was ist denn eure Meinung dazu? Wer den Ruf von Amnesia Cash auf Discord folgte, konnte die Plattform testen. Für alle, die es verpasst haben, können auf einem Screenshot sehen, wie die Plattform aussehen wird. TanglePay und Audit One gehen eine Partnerschaft ein. Diese wollen nun gemeinsam neue Tokens prüfen, bevor diese bei TanglePay aufgenommen werden. Android-User können auch ein Update 1.4.6.1 installieren, was Probleme mit Shimmer löst. Und auf iOS kommt ein Update 1.4.7, welches mit Verbesserungen in der Sicherheit kommt. Hans Moog meldet sich nach einer langen Zeit zu Wort. Auf einem Strategiegipfel wurden offene Dinge geklärt, er darf aber keine Details nennen. Die Neufassung des Konsens ist abgeschlossen und die Integration kann beginnen. GoShimmer und Hornet fusionieren zu einem größeren Team, welches gemeinsam arbeitet, um den Core Decide Mainnet ready zu machen. Das sind super Neuigkeiten. Auch ein neues Bankless Consulting Nummer 7 ist erschienen und beschäftigt sich mit dem Risikomanagement. Dass Stronghold in der Version 1.0 erschienen ist, wissen wir nun seit der letzten Folge. Jetzt folgt auch der Blogpost von IOTA. Wer die Technik mit Codebeispielen gerne lesen und verstehen will, sollte sich diesen Artikel durchlesen. Last but not least wird Blockbytes morgen einen Twitter-Space starten mit Dom, Chris und ShimmerSea. Es wird über Shimmer gesprochen. Blockbytes hat über 130.000 Follower auf Twitter. Das war's mit der kurzen Folge. Danke für das Zuschauen. Vergesst nicht, am Vorschlag von Dom abzustimmen oder ihn wenigstens durchzulesen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.